Wir sind in einer Predigtreihe durch den ersten Timotheusbrief im Neuen Testament, den ersten Timotheusbrief des Apostels Paulus, wo wir Stück für Stück durchgehen und hören die sehr praktischen Anweisungen von Paulus für das Leben der Gemeinde, für den Wandel in der Gemeinde. Wir sind in Kapitel 5. Den letzten Abschnitt von Kapitel 5, die Verse 17 bis 25. Das ist Timotheus 5, Vers 17. Hört das Wort Gottes. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar. Und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Zu predigen ist immer schwer. Schwer genug, aber nichts ist schwerer, für mich zumindest, als wenn ein Pastor über das Amt des Pastors predigen soll, darüber, wie ein Pastor sein soll, leben soll, seinen Dienst tun soll, der hohe Anspruch an sich selbst, an mich selbst, aber dann auch, wie die Gemeinde mit dem Pastor umgehen soll. Das ist gewissermaßen genauso schwer, wie die Gemeinde Kritik üben soll an ihrem Pastor oder eben wie auch nicht. Das klingt, wenn man darüber predigt, das klingt dann gleich in den Ohren von manchen vielleicht wie so eine Art Selbstverteidigung. Und dann soll ich auch noch predigen darüber, wie die Gemeinde ihren Pastor versorgen soll, finanziell. Das klingt dann vielleicht, dass ich mal gern eine Gehaltserhöhung hätte oder was auch immer. Wobei, nein. Aber wie Paulus selbst Timotheus ja sagt, wir erinnern uns daran, er sagt zu Timotheus, was er zu tun hat, predige einfach das Wort, predige einfach, was geschrieben steht. Und das steht nun mal geschrieben und das wollen wir heute auch uns gemeinsam anschauen. Wir haben einiges schon gehört in diesem Brief über die Ämter in der Kirche, die es gibt, in der Gemeinde geben soll. Wir haben einiges gehört zu den Ältesten, auch zu den Diakonen. Die Ältesten, wir erinnern uns, die Hirten der Gemeinde, die stehen vor, die leiten die Gemeinde gemeinsam. Das tun alle Älteste, als Kollegium sozusagen, als Kirchenrat, gemeinsam. Aber daneben oder dann gibt es auch noch, ich sag mal, besondere Älteste. Das haben wir auch schon gehört und die nennen wir normalerweise eben einfach Pastoren. Das sind die hauptamtlichen Lehrer und Prediger und Verkündiger, Pastoren der Gemeinde. Und genau diese Unterscheidung, die sehen wir ja heute hier. Die sehen wir in diesem Vers 17, wo es heißt, die Ältesten, die gut vorstehen, das tun alle. Und dann heißt es, aber dann besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten, was eben andere sind. Das sind die Pastoren, um die geht es heute und deshalb werde ich auch in der Predigt auch konsequent von Pastoren reden, damit wir genau wissen, worum es geht. Und drei praktische Fragen behandelt Paulus hier für uns, für den Umgang mit dem Pastor, für den Wandel in der Gemeinde. Die erste Frage oder der erste Punkt ist die Ehre, die dem Pastor oder den Pastoren gebührt. Und dann zweitens, wie ist das eigentlich mit Kritik, mit Klagen gegen den Pastor? Und drittens, welche Folge hat das dann möglicherweise für die Auswahl, für die Berufung, für die Einsetzung von Pastoren? Worauf soll man da achten? Der erste Punkt, also Pastoren sind aller Ehren wert. Nicht nur aller Ehren wert, Paulus sagt sogar, sie sind doppelter Ehre wert. Vers 17, was meint Paulus damit, mit doppelter Ehre?
Man könnte denken, naja, normale Älteste, die sind eben nur einfacher Ehre wert, aber Pastoren sind eben, weil sie lehren und noch leiten, sind sie doppelter Ehre wert. Da ist vielleicht auch was dran. Pastoren haben diese Doppelfunktion, sie sind einer der Mitältesten. Sie sind aber dann eben auch die Lehrer, die Prediger der Gemeinde. Älteste arbeiten vielleicht 3, 4, 5 Stunden in der Woche für die Gemeinde, je nachdem, vielleicht auch mal mehr oder mal weniger. Pastoren eben 40 oder 50. Aber ich denke, Paulus meint hier was anderes, er meint hier was Konkretes, er meint hier was sehr Handfestes auch mit doppelter Ehre. Er meint natürlich einmal damit die Ehre, die wir normal als Ehre verstehen, Ehrerbietung gegenüber dem Pastor in seinem Amt, weil er der Gemeinde dient, weil Gott ihn eingesetzt hat. Ehre als Haltung gegenüber dem Pastor. Auch Unterordnung unter die Lehre des Pastors, Hebräer 13, wo es heißt, gehorcht euren Führern, fügt euch ihnen, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das wäre eben diese erste Ehre. Aber dann meint Paulus hier Ehre auch in sehr konkreter, sehr handfester Form, nämlich in finanzieller Form oder materieller Form. Und das war übrigens damals auch eine sehr gängige Redensart. Amtsträger, verschiedene Amtsträger, auch Politiker zum Beispiel, die haben Ehre bekommen, hat man damals gesagt. Das heißt, sie haben ihren Lebensunterhalt bekommen. Das war eine Form der Ehre, das wurde so genannt. Das kennen wir zum Teil noch. Manchmal sagt man, bestimmte Amtsträger, die bekommen ein Honorarium. Honorarium, da steckt auch das Wort Ehre drin. Es meint aber Geld, Unterstützung, finanzielle Verpflichtung. Und Paulus begründet das zunächst mit einem Bild aus der Landwirtschaft, das wir wahrscheinlich auch noch uns vorstellen können, auch wenn wir noch nie einen Ochsen gesehen haben, der drischt. Wir wissen aber, der Ochse kriegt auch was von dem Getreide zu fressen, das er gerade gedroschen hat. Er kriegt einen Anteil sozusagen an der Ernte und an dem, was er selber getan hat. Und so eben auch beim Pastor von der Kollekte, sage ich mal, sehr praktisch. Und ja, ich habe da viel über dieses Bild nachgedacht. Vielleicht resoniert da was bei mir, manchmal fühlt man sich als Ochse. Manchmal denkt ihr vielleicht, der Pastor ist ein Ochs, kann auch sein. Vielleicht kommt es der Vergleich auch daher. Aber dann geht Paulus noch, bringt noch ein Bild. Er begründet dieses Prinzip mit einem Bild aus der Arbeits-, aus der Businesswelt, einem allgemeinen Prinzip. Nämlich der Arbeiter ist ganz allgemein und immer zunächst mal seines Lohnes wert. Das gilt allgemein in der Arbeitswelt, damals und heute natürlich genauso. Und das gilt dann eben aber auch, so praktisch es ist, sagt Paulus, gilt das auch in der Gemeinde, so geistlich sie ist. Manchmal wird das zu geistlich gesehen. Der Pastor soll nicht lauter geistlichen Segen und Segenswünsche bekommen von der Gemeinde, weil die Gemeinde so geistlich ist, dass sie vergessen, dass der Pastor auch von irgendwas zu leben hat. Das ist ein praktisches Prinzip, das wir schon finden im Alten Testament an vielen verschiedenen Stellen. Ich erinnere nur daran, die Leviten, die Priester sollten leben vom Tempeldienst selbst, nicht nebenbei noch einen Job haben. Das alles, was zum Tempel gebracht wurde, Wein, Gemüse, Öl, Fleisch, alle möglichen Dinge, die zum Tempel gebracht wurden für den Dienst, davon sollten und durften die Priester und Leviten auch leben, von einem Anteil davon. 1. Korinther 9, im Neuen Testament sagt Paulus, nennt er auch dieses Prinzip, er sagt, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen? Und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Das meint er nicht mit lauter frommen Wünschen, sondern konkret und materiell auch. Dass Paulus jetzt spannenderweise dieses allgemeine Prinzip hier vielleicht ein Stück weit relativiert, könnte man denken. Er sagt ja, die Ältesten, die gut vorstehen. Das bedeutet natürlich nicht, ja nur wenn sie perfekt sind, fehlerlos ihren Dienst machen, sündlos, nur dann verdienen sie auch ihren Lohn. Und das müssen wir ständig prüfen, ob sie so perfekt sind. Das bedeutet nicht, dass jedes Gemeindeglied ständig beurteilen soll, naja, wie gut ist der Pastor diese Woche gewesen, in meinen Augen? Oder wie gut oder schlecht war vielleicht die Predigt? Und davon mache ich abhängig, wie viel ich in den Klingelbeutel in die Kollekte gebe. Die gut diesen Dienst tun, wie es Paulus sagt, das müssen wir verstehen im Kontrast zu dem, was dann danach kommt, was er gleich sagen wird, nämlich die Pastoren, die das nicht gut tun, sondern was tun, die schlimm sich versündigen in diesem Dienst.
Viele verstehen das nicht, dieses Prinzip, warum ein Pastor eigentlich ein volles Gehalt bekommen soll. Ja, da macht er eh nicht so viel, da macht ein bisschen in der Welt, draußen sowieso nicht. Das ist der Klassiker, der mir immer wieder begegnet. Ah, du musst einen schönen Job haben. Sonntags mal so eine Stunde, anderthalb, okay, zwei Gottesdienste, dann sagen wir 2 Stunden arbeiten. Was machst du eigentlich dann so unter der Woche? Und dann kriegst du auch noch ein volles Gehalt dafür. Sorry, Leute wissen weder, dass ich im Schnitt eine 50-Stunden-Woche habe, noch wissen Sie, dass eine 50-Stunden-Woche nicht, in meinem Gefühl zumindest, nicht annähernd ausreicht, um jemals zu denken, naja, diese Woche habe ich alles erledigt, geschweige denn jemals gelangweilt zu sein. Aber auch in der Gemeinde verstehen nicht alle dieses Prinzip. Ich war mal in einer Gemeinde, in einer konservativen Gemeinde, wo einer gesagt hat, der Pastor sollte generell, Pastoren sollten nur absoluten Mindestlohn verdienen, damit sie geistlich und demütig bleiben, damit deutlich wird, ob sie es wirklich ernst meinen mit ihrem Dienst. Und dass das Paulus hier sagen muss, als Prinzip, legt natürlich nahe, dass das damals noch nicht so sich durchgesetzt hatte unbedingt. Euch, muss ich sagen, als Gemeinde, den Mitgliedern, braucht man das eigentlich so nicht unbedingt zu predigen. Mir gegenüber, uns gegenüber tut er das ja schon. Wir fühlen uns gut, ausreichend versorgt von der Gemeinde, sind sehr dankbar für die, die eben aufopferungsbereit auch geben, gerade in unserer kleinen Gemeinde, wobei ich nicht weiß, im Einzelnen auch nicht wissen will, wer das ist. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dieses biblische Prinzip, dass wir erinnert werden. Erstens vielleicht, wer weiß, ob es jedem immer so leicht fällt, tief in die Tasche zu greifen für die Kollekte, wenn er weiß, naja, ein großer Teil der Kollekte oder ein Teil der Kollekte geht auch an den Pastor in sein Gehalt und den Pastor, wenn ich ehrlich bin, finde ich gar nicht mal so prickelnd. Auch wenn der Pastor nicht dein Traumpastor ist, bleibt er dein Pastor und bleibt dieses Prinzip bestehen. Und es bleibt auch bestehen, und wird uns herausfordern, dieses Prinzip auch in Zukunft, wenn es eben einen anderen Pastor, zukünftige Pastoren gibt, wenn wir hier in Heidelberg, wenn wir woanders zukünftige Pastoren einsetzen werden, Gemeinde gründen werden und wollen in Zukunft oder Missionare unterstützen oder Pastoren, die irgendwann alt werden und in Rente gehen und es reicht nicht. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, sondern Ehre erweisen, doppelte Ehre, das ist das Prinzip. Dann zum zweiten Gedanken, Pastoren sind nicht über Kritik erhaben. Man könnte ja denken, wenn das so ist, wie wir es gerade gehört haben, wenn Pastoren sogar doppelter Ehre wert sind, das könnte dazu führen, und das führt auch leider manchmal dazu, dass der Pastor irgendwie in manchen Gemeinden oder kirchlichen Traditionen als unfehlbar, mehr oder weniger unfehlbar, angesehen wird. Zumindest so als eine Art Säulenheiliger, über den man nichts sagen darf, den man nicht kritisieren darf, den man nicht ansprechen darf, dessen Dienst man auch nicht hinterfragen darf. Und deshalb beschäftigt sich Paulus hier zweitens mit dieser Frage, darf man eigentlich klagen gegen einen Pastor? Vorwürfe vorbringen, vielleicht auch schwerwiegende Vorwürfe vorbringen. Und wenn ja, wie? Das will ich nochmal ganz deutlich sagen, trotz der Ehre, in dem ersten Punkt, von dem wir gehört haben, die ein Pastor verdient hat in seinem Amt, kein Pastor ist über jede Kritik erhaben, kein Pastor ist über Ermahnung, kein Pastor ist über Kirchenzucht erhaben. Wenn Paulus sagt in Vers 17, die es gut machen, setzt das natürlich voraus, wie wir uns vorstellen können, dass es auch solche gibt, die es eben nicht gut machen. Leider. Und hier wird es sehr spannend, wenn wir hier gucken, was Paulus hier macht. Paulus macht hier zwei Dinge, er gibt der Gemeinde hier zwei Sicherheitsmechanismen, könnte man sagen, in zwei Richtungen, weil es zwei Gefahren gibt. Das erste ist, weil der Pastor eben so ein wichtiges Amt hat, was wichtig ist in der Gemeinde, für das Wohlergehen der Gemeinde, für die ganze Gemeinde. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass Klagen nur dann vorgebracht werden, in der richtigen Form, wenn sie Hand und Fuß haben und auch nur angenommen werden, wenn sie eben stimmen, wenn sie wahr sind. Man könnte sagen, dass das Prinzip, den Pastor, das Amt des Pastors zu schützen, vor der Gemeinde, weil es manchmal nötig ist.
vor Nörglern, vor chronisch unzufriedenen Gemeindemitgliedern, die immer irgendwas finden, immer ein Haar in der Suppe, denen die Nase des Pastors nicht passt oder was auch immer. Aber das Zweite ist eben mindestens genauso wichtig und kritisch. Ein Pastor ist damit noch lange nicht über Kritik erhaben. Ein Pastor ist nicht unantastbar, ein Pastor ist nicht immun vor Kritik. Ein Pastor kann nicht machen, was er will und niemand kann ihm jemals an den Karren fahren. Pastoren sündigen. Das sagt Paulus ja hier ausdrücklich, Vers 20. Das ist die Realität, mit der man rechnen muss, auch in der Gemeinde. Und dann, wenn Pastoren schlimm sich vergehen, versündigen, dann gilt das zweite Prinzip, dann muss man die Gemeinde schützen vor dem Pastor. Damals gab es beide Gefahren, die Paulus kannte, heute gibt es beide Gefahren. Und ich weiß wirklich nicht, welche Gefahr akuter oder aktueller oder größer ist. Beide sind schlimm und beide passieren ständig, sind an der Tagesordnung. Pastoren sündigen, missbrauchen manchmal ihr Amt, ihre Stellung, ihr Ansehen und Gemeinden sündigen manchmal gegen die Pastoren, die sie einfach nicht mögen, die sie loswerden wollen. Was sagt Paulus hier? Welchen Mechanismus, Schutzmechanismus gibt er uns hier, den Pastor, das Amt des Pastors zu schützen? Er sagt, Klagen gegen einen Pastor, ja, klar, aber nur unter einer Bedingung. Vers 19, gegen einen ältesten Pastor nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Was bedeutet das? Bekommt der Pastor hier sowas wie eine Sonderbehandlung? Nein, bekommt er nicht. Zunächst mal. Dieses Prinzip, das Paulus hier nennt, dass es Zeugen braucht, bevor jemand angeklagt wird, dass er schlimm gesündigt hat, das ist ein allgemein biblisches Prinzip, das gilt zunächst mal für jeden in der Gemeinde. Im Alten Testament schon, Deuteronomium 19, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Schuld, sondern auf der Aussage von 2 oder 3 Zeugen soll jede Sache beruhen. Und Jesus selbst greift das auf, Matthäus 18, in dieser wichtigen Passage, wo es um den Umgang miteinander, auch Kritik geht. Wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, geh hin, weise ihn zurecht unter 4 Augen, hört er nicht, so hört er auf dich, hast du deinen Bruder gewonnen, hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von 2 oder 3 Zeugen beruht. Das gilt für alle. Der Unterschied, den man hier sehen kann, der Unterschied beim Pastor ist, dass Paulus sagt, gegen einen Pastor sollst du die Klage nicht mal annehmen, anhören, wenn keine Zeugen involviert sind. Warum der Unterschied? Weil Paulus selbst weiß, auf Pastoren konzentriert sich irgendwo immer die ganze Unzufriedenheit der Gemeinde oder einzelner Gemeindeglieder. Pastoren stehen so in der Öffentlichkeit, dass immer jemand was zu klagen hat. Weil Paulus weiß, Pastoren sind immer die erste Adresse für die Attacken, die Versuche des Teufels, die Kirche zu stören. Und auch, weil es irgendwie, wenn wir ehrlich sind, sexy ist für Unruhegeister in der Gemeinde, wenn man anderen Gemeindegliedern was zuraunen, was zuflüstern kann, was man angeblich weiß über den Pastor. Eine Klage gegen den Pastor, weil man sich damit irgendwie auch als besser oder geistlicher fühlen oder profilieren kann. Und weil es auch der ganzen Kirche schadet, wenn ein Pastor angeklagt wird von sündhaftem, unchristlichem Verhalten, auch wenn nachträglich rauskommt zu Unrecht. Es schadet der ganzen Gemeinde, es macht Gemeindeglieder unsicher, mit Recht unsicher. Umso schlimmer, wenn das dann am Ende eben gar nicht stimmt. Johannes Calvin, der Reformator, schreibt über Pastoren, sehr zeitgemäß finde ich, je aufrichtiger ein Pastor sich bemüht, das Reich Gottes zu fördern, desto mehr wird er mit Bosheit belastet, desto heftiger werden die Angriffe gegen ihn. Und nicht nur das, sondern sobald irgendeine Anschuldigung gegen Diener des Wortes erhoben wird, wird sie so sicher und fest geglaubt, als wäre sie bereits bewiesen worden. Dies geschieht nicht nur, weil von ihnen ein höherer Standard an Integrität verlangt wird, sondern weil Satan die meisten Menschen, in der Tat fast alle, so leichtgläubig macht, dass sie ohne Untersuchung bereitwillig ihre Pastoren verurteilen, deren Namen sie eigentlich verteidigen sollten. Und nochmal sagt er, selbst wenn
sie, die Pastoren, alle ihre Aufgaben richtig erfüllen und nicht den kleinsten Fehler begehen würden, entgehen sie niemals tausend Kritiken. Es ist in der Tat ein Trick des Satans, die Menschen, die Gemeindeglieder, von ihren Pastoren zu entfremden, um ihre Lehre in Verruf zu bringen. Auf diese Weise wird nicht nur unschuldigen Menschen Unrecht getan, deren Ruf unverdienterweise geschädigt wird, sondern auch die Autorität der heiligen Lehre Gottes geschmälert. Meine Lieben, ich denke, ihr wisst das alle, das gibt es überall. Gemeindeglieder, die sich verschwören gegen einen Pastor, Dinge behaupten, die mitreiten, ist auch noch sehr aktuell auf dieser MeToo-Schiene, MeToo-Bewegung, wo einfach ein Gerücht, ein völlig erfundenes Gerücht in die Welt gesetzt wird und schwupps ist der Pastor weg. Der Dienst und das Leben von einem Pastor zerstört, nur weil er vielleicht mal nicht freundlich Guten Morgen gesagt hat oder zweimal den Geburtstag vergessen hat. Deshalb diese erste Sicherung, der Schutz des Amtes, keine Klage ohne Zeugen. Das bedeutet ganz einfach, wenn ich es ganz praktisch machen soll, nicht da zu klagen, wo die Klage nichts zu suchen hat. Nicht von Gemeindeglied zu Gemeindeglied. Nicht zwischen Tür und Angel, wo man dann mal sagt, hast du es auch gehört? Ich habe da was gehört. Hast du nicht auch den Eindruck, da stimmt was nicht, mit dem stimmt was nicht, der schaut mich gar nicht mehr an. Ich habe das auch schon von anderen gehört, das geht rum, da bin ich nicht der Einzige. Das wäre falsch und schädlich, dem Amt schädlich. Und mindestens genauso schädlich und falsch wäre es für den, der sich das anhört, der das hört, sich das überhaupt anzuhören, das irgendwie freudig aufzunehmen, sich irgendwie insgeheim toll zu fühlen, weil man jetzt so ein Geheimwissen hat über den Pastor. Hat man was in der Hand? Was in der Hand, was man bei nächster Gelegenheit eben auch dem nächsten Gemeindeglied erzählt, und so geht die Flüsterpost los, und je öfter es weitererzählt wird, desto abstruser wird es vielleicht, aber desto wahrer wird es auch anscheinend. Desto mehr wird es geglaubt. Aber meine Lieben, so ernst das ist nur die eine Sache, die erste Sache. Die andere Realität ist, ja, Pastoren machen Fehler, und nicht nur Fehler, die man beschönigen kann, weil sie halt nicht vollkommen sind, sondern schlimme Sünden, die nicht so einfach zu entschuldigen sind. Und das ist der zweite Schutzmechanismus, den Paulus uns hier gibt, der Schutz der Gemeinde vor schlechten, falschen, gefährlichen Pastoren. Vor den Sünden des Pastors, vor Amtsmissbrauch des Pastors, vor Bullies, vor mobbenden Pastoren, vor schikanierenden Pastoren, alles gibt es. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt leider viel zu viele Beispiele, die man erwähnen kann, auch nur aus den vergangenen 5 Jahren. Bill Heibels, der Superstar-Pastor der Willow Creek-Bewegung, der auch in Deutschland groß war oder immer noch ist, sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch hat ihn sein Amt gekostet, Gott sei Dank gekostet wenigstens, lange Zeit nicht. Ravi Zacharias, der bekannte Evangelist, der nebenbei erotische Massagesalons betrieben hat, Mitarbeiter ausgebeutet, sexuell ausgebeutet hat. Mark Driscoll von der Mars Hill Gemeinde in den USA, ein Choleriker, ein Machtmensch, der Gemeindeglieder, Mitarbeiter auch systematisch eingeschüchtert hat, schikaniert hat, gedroht hat mit Entlassung, gedroht hat mit Exkommunizierung, wenn ihn jemand kritisiert hat. Natürlich erinnere ich auch an die vielen Missbrauchsfälle, die wir auch nicht vergessen wollen, in der römisch-katholischen Kirche. Kindesmissbrauch in schrecklichster und systematischer Form und dann eben auch noch gedeckt von sogenannten Geistlichen. Über Jahrzehnte. Pastoren, Geistliche und oft auch ihre Älteste, die sich völlig immun gemacht haben gegen jede Kritik. Ein System aufgebaut haben, wo man nicht mal rankommt. Obwohl sie wirklich Dreck am Stecken hatten, ihr Amt missbraucht haben über Jahre oder Jahrzehnte.
wenn wir das beides tun wollen, wenn wir das als Gemeinde, wenn wir das Amt des Pastors schützen, ernst nehmen wollen, ehren wollen, was bleibt an der Gemeinde? Bleibt an der Gemeinde nur, naja, da muss ich halt meine Kritik schlucken, da darf ich halt nichts sagen. Dass Gemeindeglieder eben nicht gehört werden. Was ist mit dem Schutz der Gemeinde vor Wölfen im Schafspelz, im Dienst, im Amt? Auch hier gibt Paulus uns Gott sei Dank einen Mechanismus, einen Schutz. Keine Klagen ohne Zeugen, aber mit zwei oder drei Zeugen, da muss die Klage gehört werden. Da muss zunächst jede Klage gehört werden, egal ob sie am Ende Wasser hält oder nicht. Wie haben wir das praktisch zu verstehen? Das ist natürlich die große Frage. Wie haben wir das praktisch zu verstehen mit den zwei oder drei Zeugen? Wann, wenn man mal darüber nachdenkt, wann ist das dann jemals der Fall? Wann hat man zufällig zwei oder drei Zeugen dabei, wenn der Pastor sich an mir als Gemeindeglied schlimm versündigt? Wenn ein Gemeindeglied mal schnell zwischen Tür und Angel verbal völlig fertig macht, wann sind zufälligerweise zwei dabei oder drei? Bei dem Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, wann waren Zeugen dabei? Bei sexuellem Missbrauch oder Übergriffen, dem Pastor gegenüber seiner Sekretärin, auch ein Klassiker, wann sind je zwei oder drei Zeugen dabei? So ist das nicht gemeint, das will ich deutlich sagen. Das wäre ein schlimmes Missverständnis, ein folgenreiches Missverständnis, aber ein Missverständnis, das weit verbreitet ist. Leider wird genau dieser Vers, genau diese Aussage immer wieder verstanden und gebraucht und instrumentalisiert von Pastoren, die, wenn wir ehrlich sind, eigentlich keine sein sollten. Sie werden angeklagt von einem Mitglied, ein Mitglied geht hin, bringt den Mut auf und klagt den Pastor an, dass er vielleicht übergriffig geworden ist oder was auch immer für eine Sünde. Und was sagen Sie, diese Pastoren, auch einige der genannten Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, haben das wortwörtlich gesagt. Was sagen Sie? Du hast keine zwei oder drei Zeugen dafür. Thema erledigt. Und der Pastor wird freigesprochen und weiterhin geehrt. Genauso übrigens wie Matthäus 18 gern von solchen Pastoren instrumentalisiert wird, wenn Gemeindeglieder, wenn Opfer des Pastors endlich mal, was ja schwierig ist, den Mut aufbringen, was zu sagen, zu den Ältesten zu gehen, natürlich nicht zum Pastor, der ihnen ja wehgetan hat. Und die Ältesten sagen dann, tja, Pech gehabt, du hast leider nicht zuerst unter vier Augen mit dem Pastor gesprochen. Wir hören uns das gar nicht an. Geh weg. Muss man sich mal vorstellen, wie viel Leid, und das ist alles konkret, das ist alles passiert, wie viel Leid da Pastoren und Älteste auch über Gemeindeglieder bringen, die tatsächlich Opfer geworden sind in der Gemeinde, wo sie eigentlich geschützt werden sollen. Auch durch ein falsches Verständnis von diesem Vers, von diesem Prinzip. Was meint Paulus dann hier? Was heißt aufgrund von zwei oder drei Zeugen? Wörtlich steht hier vor zwei oder drei Zeugen. Also keine Klagen, außer vor zwei oder drei Zeugen. Das heißt, die Zeugen müssen nicht, logischerweise nicht dabei gewesen sein bei der Sünde, als sie passiert ist. Was in den wenigsten Fällen der Fall sein wird. Nein, die sind die Adresse für diese Klagen. Die richtige Adresse zum Schutz des Gemeindeglieds. Ja, richtig, wie wir gehört haben, ein Gemeindeglied soll seine Klagen nicht vor jedem anderen Gemeindeglied ausbreiten und ratschen, weil das keine Zeugen sind, die eben auch was tun können, handeln können. Deshalb, wo geht ein Gemeindeglied hin, das ernstzunehmende Klagen hat, vorzubringen hat gegen den Pastor? Es geht zum Kirchenrat. Es nimmt sich zwei oder drei Älteste daher, schüttet sein Herz oder ihr Herz aus. Und es ist wirklich eine teuflische, würde ich sagen, eine missbräuchliche, eine schändliche Sache, wenn ein Ältester oder Älteste, ein Gemeindeglied, ein ängstliches, ein verletztes Gemeindeglied abweisen, weil angeblich nicht genügend Zeugen da sind. Ganz im Gegenteil, Sie, die Ältesten, sollten die Zeugen sein, die sich das anhören, die sich damit beschäftigen, die das objektiv untersuchen, die den Pastor zur Rede stellen, die auch was dagegen tun können, dass es wieder geschieht, wenn es geschehen ist.
Das ist ihre Aufgabe. Und Paulus sagt das ja eindeutig in Vers 20. Die, welche sündigen, das meinen die Pastoren, nicht Gemeindeglieder. Die, welche sündigen, die weise zurecht, Timotheus. Deine Aufgabe. Und zwar vor allen, vor der ganzen Gemeinde. Also solche Pastoren, die haben keinen Welpenschutz mehr. Für solche Pastoren gilt in dem Moment Matthäus 18 nicht mehr. Sie haben nicht den Luxus, dass sie jetzt im Privaten nochmal ermahnt werden, so wie die Sünde des Pastors öffentlich ist, weil er sie in seinem Amt, sein Amt missbraucht hat, so auch die Zurechtweisung, die Ermahnung, die Korrektur oder die Überführung oder die Suspendierung oder Enthebung in seinem Amt. Damit sich auch die anderen fürchten, sagt Paulus, weil die anderen, das meint nicht die ganze Gemeinde, ja gewissermaßen auch, da geht auch ein Raunen, ein Schock, eine Schockwirkung durch die Gemeinde, aber er meint vor allem mit den anderen, die anderen Amtsträger, damit die umso mehr wachgerüttelt werden, ihren Dienst gut zu tun, wenn sowas geschieht. Meine Lieben, ich glaube, da sage ich euch nichts Neues, all das ist nicht leicht. Was Timotheus da für eine Aufgabe hatte, Pastoren, Älteste, die sich klagen gegen ihre Amtskollegen, anhören müssen, die zum Urteil kommen müssen, vielleicht manchmal, dass die Klagen stimmen, die ihre Kollegen oder ihre Freunde im Dienst öffentlich ermahnen müssen. Das gehört, würde ich sagen, sogar zum Allerallerschwersten im Dienst als Pastors, wenn er sieht, wie sich ein anderer, ein Kollege versündigt, sich disqualifiziert, mal für eine Zeit oder dauerhaft durch eine schlimme Sünde. Und die Tendenz, meine Lieben, die Reaktion ist viel zu oft, so einen zunächst mal schützen zu wollen, decken zu wollen. Das ist eine große Gefahr. Verständlich, vielleicht menschlich, psychologisch auch verständlich, ist ja ein Kollege, mit dem man vielleicht einen langjährigen Dienst gemeinsam getan hat. Aber nichtsdestotrotz, und deshalb würde ich sagen, diese feierliche Schwurformel von Paulus in Vers 21. Ich beschwöre dich, Timotheus, ich ermahne dich ernstlich, höher geht's nicht, um die Bedeutung deutlich zu machen von Paulus. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Und wenn wir da genau hinschauen, sehen wir wieder beide Gefahren. Zwei Dinge, sind zwei unterschiedliche Dinge. Timotheus soll die Amtsträger, die sie versündigt haben, zurechtweisen, öffentlich, aber eben einerseits ohne Vorurteil, ohne den Pastor selbst schon verurteilt zu haben, bevor die Ältesten das getan haben, sich angehört haben in einem ordentlichen Prozess zum Schutz des Pastors. Aber er soll auch nichts, bloß nichts aus Zuneigung tun. Er ist doch mein Kollege, ist doch mein Freund, den kenne ich doch. Der würde sowas nie, den kenne ich schon ewig, der würde sowas nie tun. Er soll unparteiisch sein, prüfen, zum Schutz der Gemeinde, Gemeindeglieder. Keine Vorverurteilung, aber auch keine Vetternwirtschaft. Keine Zuneigung, die uns parteiisch macht. Und manchmal ist Letzteres unter Amtsträgern die größere Gefahr und größere Versuchung, diese Zuneigung, den Kollegen decken zu wollen. Und das braucht Mut, das trotzdem aufzudecken, das braucht viel Mut, weil man sich sicher kein, wenn ein Amtsträger einen anderen öffentlich macht in der Kirche, in der Gemeinde, seine Sünde, ihn zurechtweist, dann gibt es immer und immer solche, die denken, naja, ob das so stimmt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Das heißt, es schadet ihm am Ende noch selbst. Und wahrscheinlich hat Timotheus diese Erfahrung gemacht und hatte mit Recht auch Bammel vor dieser Sache, vor so einem Schritt, einen Ältesten, einen Pastor seiner Sünde zu bezichtigen, öffentlich. Vielleicht hat er schon erlebt, wie das eben nach hinten losgehen kann, auch für sich selbst. Wie er selber verdächtigt wurde, Dreck am Stecken zu haben, am Hirten stecken zu haben. Ich habe das auch schon erlebt, wie das gehen kann. Mehr als einmal. Und das bedeutet alles sehr viel Stress im Dienst. Das kann einen fast fertig machen oder zerreißen. Wenn man sich Kritik anhören muss über die vertrauten Mitamtsträger und dann auch noch merkt vielleicht, da ist was dran. Da muss gehandelt werden zum Schutz der Gemeinde. Das bedeutet so viel Stress, dass für mich
auch in der Vorbereitung auf diese Predigt plötzlich dieser komische Vers 23, über den wir vielleicht alle schon gestolpert sind, den wir wahrscheinlich alle kennen, dass dieser komische Vers, der irgendwie da wirkt, als wäre da einfach so reingepflanzt worden, plötzlich sehr, sehr viel Sinn macht im Kontext. Wir haben tausendmal gelesen, aber plötzlich hat das für mich Sinn gemacht. So eine Lage, so eine vertrackte Situation und Lage, von der der Apostel Paulus hier spricht oder die Voraussetzung, die es auch wirklich gab in der Gemeinde von Timotheus. Gemeindeglieder, die gegen Lehrer, gegen Amtsträger geklagt haben, teilweise falsch es gemacht haben, aber teilweise mit Recht geklagt haben und Pastoren, die man einerseits schützen will, wo man andererseits aber nicht sie decken will, wenn sie wirklich was getan haben, gesündigt haben. Wir denken nur an Hymenäus und Alexander, die Paulus ja selbst aus der Gemeinde, als Amtsträger aus der Gemeinde ausgeschlossen hat, musste. Wie schwer das ist. Und dass das Timotheus auf den Magen schlagen kann, sowas, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin auch so einer, ich bin vielleicht auch so ein Timotheus an dieser Stelle. Mir schlagen auch ungeklärte Verhältnisse, solche Dinge, Konflikte in der Gemeinde, insbesondere natürlich mit Amtsträgern, schlagen mir auch sehr schnell auf den Magen. Ich muss auch zugeben, ich trinke auch sonst mal gern einen Wein, aber zumindest kann ich nachvollziehen hier diesen medizinischen, liebevollen und seelsorglichen Rat, diese Fürsorge von Paulus für seinen Kollegen Timotheus. Und damit zum letzten Gedanken, wie ist das dann mit der Berufung, mit der Einsetzung von Pastoren in das Amt? Warum bringt Paulus hier plötzlich diese Ordination, diese Einsetzung, diese Handauflegung? Eigentlich ganz logisch, wenn wir mal drüber nachdenken, oder nicht? Wenn Pastoren sind, in fast allen christlichen Kirchen oder Traditionen sind Pastoren, werden Pastoren berufen auf Lebenszeit. Und wenn man dann eben zum Schutz des Pastors auch nicht einfach so jede Klage einfach annimmt, sondern da schon filtert und eine gewisse Form das alles haben muss. Wenn wir aber wissen, Pastoren verfehlen sich auch, sündigen auch, dann ist, wenn man eins und eins zusammenzählt, dann ist doch die logische Folge, dass man sich als Kirche, als Kirchenrat dann auch, dass man auch merkt, man müsste sich, man sollte sich auch ganz genau überlegen, wem man die Hände auflegt, wen man beruft. Handauflegung ist ein Bild für, oder ist die Praxis der Ordination zum Dienst des Pastors, wie wir das ja auch tun, wenn ein Pastor eingesetzt wird. Vers 22, Paulus. Die Hände lege niemand schnell auf, zu schnell. Mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Das heißt, der Apostel Paulus zieht hier ganz eindeutig die Handbremse. Die Berufung von einem Pastor, die Einsetzung von einem Pastor ist so wichtig für die Gemeinde, dass man hier keine Fehler machen sollte, soweit das menschlich möglich ist, für einen Kirchenrat möglich ist. Dass die Kirche aufpassen muss, höllisch aufpassen muss, dass sie keine Irrlehrer, keine Machtmenschen, keine Wölfe im Schafspelz auf die Gemeinde loslassen. Und wenn doch, ist zumindest, sagt Paulus hier, zu einem gewissen Grade der Kirchenrat mitschuldig daran. Kann nicht einfach seine Hände in Unschuld waschen, wir wussten es ja nicht. Wir haben es nicht genau geprüft, aber wir haben auch nichts gehört und gesehen. Deshalb sind wir, zumindest wir Reformierte, auch nach unserer Kirchenordnung da auch relativ sorgfältig, würde ich mal sagen, viele verschiedene Stufen oder Hürden, die man überspringen muss auf dem Weg zum Pastorenamt. Ja, größtenteils sind das theologische Prüfungen, natürlich ist ein ganzes Studium mit Abschlussprüfungen, weniger Charakterprüfungen. Ich denke, da muss die Kirche auch nachbessern. Pastor ist nicht nur eine theologische Maschine. Wir erinnern uns an diese ganzen Charaktermerkmale, die Paulus selbst aufzählt für einen Pastor, aber die werden doch relativ selten so richtig intensiv auch überprüft, wenn es darum geht, einen Pastor einzusetzen. Wird selten nachgefragt, komischerweise, bei der letzten und vorletzten Gemeinde, wo der Pastor vielleicht 5 oder 7 Jahre war. Und wenn, dann vielleicht nur bei dem offiziellen Weg, aber nicht bei einzelnen Gemeindegliedern, die vielleicht was zu sagen hätten. Oder vielleicht versucht haben, was zu sagen, aber nicht gehört wurden. Bei uns ist das so, das wisst ihr alle, wenn ein Ältester oder ein Pastor eingesetzt werden soll in sein Amt,
dass dann jedes einzelne Gemeindeglied eine, man könnte sagen, Veto-Stimme hat. Es wird über 2 Wochen oder 3 Wochen bei einem Pastor abgekündigt und jeder, der was weiß, der denkt, da stimmt was nicht im Charakter. Da habe ich was erlebt. Wohin soll er diese Klage bringen? Zur Überprüfung? Zum Kirchenrat. Warum ist das wichtig? Paulus gibt uns den Grund hier dafür. Am Ende Vers 24 und 25, damit sind wir auch im Landeanflug der Predigt. Paulus sagt, die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar, kommen vorher ins Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Was heißt das? Das ist wieder so ein bisschen ein rätselhafter Fall. Auch das bezieht sich hier immer noch, selbes Thema, auf Amtsträger, auf Pastoren. Das heißt, das wissen wir alle, es gibt Kandidaten für ein mögliches Pastorenamt, denen ihre Sünden, denen ihr Ruf vorauseilt, wo man schon bestimmte Dinge weiß oder vielleicht von anderen Gemeinden oder von der Vergangenheit weiß, wo man auch ein Zeugnis hat vielleicht von der früheren Gemeinde. Und da ist natürlich Vorsicht geboten, ganz klar. Da soll man langsam sein mit dem Hände auflegen, genau prüfen. Das ist sozusagen der offensichtliche Fall, wo man das so vorher schon weiß. Dann aber der schwierigere Fall. Manchen folgen ihre Sünden nach, sagt Paulus. Was heißt das, wenn sie schon ordiniert sind? Klar, das kann bedeuten, einer hat treu gedient als Pastor, vielleicht 5 Jahre oder 10 Jahre lang, bis er dann plötzlich fällt, bis er plötzlich in so eine schlimme Sünde fällt. Da muss gehandelt werden, klar. Das kann aber auch bedeuten, und ich denke, das ist der schwierigste Fall, auch gefährlichste Fall, dass diese Sünden irgendwo schon immer da gewesen sind. Dass der schon immer ein machthungriger Mensch war, schon immer einer war, der eigentlich keine Aufsicht über sich geduldet hat oder wollte, schon immer einer, der nicht kritikfähig ist, schon immer ein Choleriker war vielleicht, oder einer, der andere ausnutzt, der andere missbraucht. Das ist aber bisher niemand gesehen hat. Oder vielleicht ein paar gesehen haben, Opfer, die aber eben mundtot gemacht wurden. Matthäus 18 nicht eingehalten, nicht 2 oder 3 Zeugen, nicht genügend Zeugen gehabt. Auch dafür, denke ich, müssen wir in der Kirche oder als Kirche mehr einen Blick entwickeln für solche Muster im Leben von Pastoren oder Kandidaten, auch wenn sie noch so schwer zu erkennen sind im Vorfeld. Aber wir müssen besser werden im Nachhören, im Nachfragen, im Prüfen. Ein Merkmal ist sicher, wenn einer sich allzu sehr anbietet für ein Amt, förmlich drängt, förmlich süchtig ist nach Bedeutung seinem Amt. Da ist Vorsicht geboten. Aber dann erwähnt Paulus auch den umgekehrten, könnte man sagen, positiven Fall. Auch den gibt es ja. Er sagt, gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar. Zunächst mal als Prinzip. Menschen tun gute Werke, Kandidaten tun gute Dinge, gute Werke. Und die, sagt er, mit welchen es sich anders verhält, ist bisher noch nicht so viel zu sehen, können auch nicht verborgen bleiben am Ende, wenn es gute Werke sind. Das heißt, es gibt Amtsträger, bei denen ist es relativ eindeutig, hat man den Eindruck, denen geht ein guter Ruf voraus, eine sichtbare Begabung, eine Bewährung auch irgendwo schon in der Gemeinde, da fällt es relativ leicht, die einzusetzen in den Dienst. Man hat schon viel gesehen, viel positive Frucht. Es geht ihnen voraus. Dann gibt es aber auch die, bei denen das nicht der Fall ist. Das sind vielleicht eher schüchterne oder leisere Kandidaten, von denen man noch nicht so viel gehört und gesehen hat. Auch noch irgendwie jung in der Gemeinde, jung im Dienst. Noch keine allzu große, überwältigende Begabung gesehen hat. Wo man vielleicht vorsichtig wäre, vielleicht eben zu vorsichtig wäre mit dem Handauflegen, mit dem Ordinieren. Das sagt Paulus zu uns, zu Timotheus, manchmal wird das auch erst später offenbar und sichtbar. Die Qualität, die wahre Qualität von einem ganz einfachen, stillen Pastor. Auch wenn es kein Superstar ist, auch wenn es kein YouTuber ist, auch wenn es kein Überbegabter ist.
Was machen wir jetzt mit dem allem, was wir gehört haben zum Schluss dieser Predigt? Wo ist da Evangelium? Wo ist da gute Nachricht für uns? Ich denke, da ist eine ganze Menge gute Nachricht und eine Menge Anwendung für uns. Die erste Frage, offensichtlich die Frage, wie denkt ihr über euren Pastor? Das bin jetzt nur mal ich, aber es geht ja nicht um mich, es geht um das Amt des Pastors, wer das auch immer gerade sein mag oder in Zukunft sein mag. Ehrt ihr ihn in eurem Herzen, in eurem Denken, auch mit dem Geldbeutel? Gönnt ihr ihm sein Gehalt, seine Freizeit oder eben nicht, weil er irgendwie immer mangelhaft ist? Er soll sich das erst verdienen. Schützt ihr das Amt des Pastors aktiv, weil ihr wisst, wie wichtig das ist für die ganze Gemeinde, für jeden? Wenn er Gerüchte hört, Klagen von anderen hinter seinem Rücken, spitzt er dann die Ohren und sagt zumindest mal bereit, ja, anhören kann ich es mir ja mal. Ich kann ja immer noch gucken, was ich damit mache, aber ich höre es mir jetzt mal gerne an und verbreite es dann aber auch weiter. Oder schützt ihr sein Amt und sagt, wenn er sowas hört, danke, nein, danke. Wenn du klagen willst, dann geh an die richtige Adresse, wo du 2 oder 3 Zeugen findest, dann geh zum Kirchenrat. Es geht um den Pastor, dann geh zum Kirchenrat. Wenn der Pastor mal wieder eure Erwartungen nicht erfüllt, unterstellt er ihm dann gleich böse Absicht, dann macht das immer so, dann macht das absichtlich. Oder sprecht er ihn darauf an? In Liebe und mit Verständnis. Oder bist du ein Ältester vielleicht, der gern Klagen annimmt gegen Mitälteste, aus Vorurteil vielleicht? Oder einer umgekehrt, der schon immer irgendwie, der immer automatisch aus Zuneigung zu seinen Kollegen, die auch immer automatisch deckt. Und sich damit möglicherweise versündigt an echten Opfern in der Gemeinde. Sind wir ein Kirchenrat, müssen wir uns fragen, der vielleicht zu schnell einen Kandidaten ordiniert, die Hände auflegt, sich dadurch mitschuldig macht, wenn der sich später entpuppt als das, was er wirklich ist, ein Wolf im Schafspelz. Oder sind wir manchmal umgekehrt zu langsam, Hände aufzulegen, da wo wir einfach noch zu wenig sehen, aber doch, das ist ein guter Kandidat von Gott berufen ist. Eins ist sicher, keiner von uns tut das alles perfekt. Weder der Pastor, das weiß ich selbst aus eigener Erfahrung, noch die Gemeinde. Aber die gute Nachricht ist, Jesus Christus selbst baut seine Gemeinde und das meint alles davon. Der gute Hirte lässt seine Gemeinde nicht allein, er überlässt sie schon gar nicht den Wölfen. Er ist nicht machtlos bei so einer Gefahr. Er dient uns in der Gemeinde, er dient uns durch die Gemeinde. Gott selbst, Jesus Christus, beruft immer wieder aufs Neue Amtsträger, die die Kirche braucht, die das auch gut tun, die gut vorstehen, die gut lehren. Und wenn sie das mal nicht tun, hat er uns eben Mechanismen gegeben, auch in der Kirche, als Schutz. Und eines Tages, das sehen wir hier auch, das ist auch gute Nachricht, eines Tages wird alles offenbar werden, alles ausgepackt. Die Verletzungen, die Gemeindeglieder in der Kirche, wo sie eben aufgefangen und geschützt werden sollten, die sie aber da mit davongetragen haben, auch von Pastoren oder Ältesten. Und umgekehrt die Schuld von Gemeindegliedern gegenüber den Amtsträgern. Auch das Gute, die guten Werke von Gemeindegliedern und von Pastoren wird aufgedeckt und offenbar. Und ultimativ wird Gott die Wölfe richten im Gericht, wie es hier heißt, aber seine treuen Diener wird er sogar noch belohnen. Lasst uns das verstehen, lasst uns beten natürlich für gute Aufseher, Amtsträger, Pastoren. Und lasst uns beten für gute Gemeindeglieder. Und so nicht ultimativ den Pastor ehren, sondern ultimativ den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten. Ja, unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für die Gemeinde, die Kirche. Das ist natürlich die Gemeinde, die unterwegs ist, die noch kämpft mit vielen Mängeln, die lebt und existiert in der Wüste dieses Lebens, im Ausland, nicht zu Hause, nicht im Himmel, die noch kämpft mit viel Unvollkommenheit, mit Sünde, manchmal mit bösesten Sünden, manchmal mit großen Enttäuschungen und Verletzungen von Pastoren, die doch die Herde schützen sollen, aber auch von Gemeindegliedern, die doch ihre Pastoren ehren sollen. Ja, da wissen wir alle, geht es oft noch sehr fleischlich zu
innerhalb des Leibes Christi, vergib uns, wo wir da mitgemacht haben, uns mitschuldig gemacht haben. Und doch, Herr, sind wir dankbar. Wir brauchen nicht zu verzweifeln über die Gemeinde. Es ist deine Gemeinde bei aller Unvollkommenheit. Es ist deine wunderbare Braut. Du sorgst für sie, du sorgst für uns in ihr, in der Gemeinde. Du sorgst für treue Amtsträger. Und du bist am Ende auch der Richter, der alles offenbar machen wird, alles zurechtbringen wird, alles heilen und richtig machen wird. Ja, im Himmel auf die Gemeinde, auf die freuen wir uns alle. Auf die vollendete Gemeinde, ohne Makel und ohne Fehler und ohne Sünden. Und das dürfen wir natürlich auch. Dafür sind wir dankbar. Wenn wir eben deshalb nicht die Gemeinde vor Ort, die irdische und manchmal sehr menschliche Gemeinde, deshalb vernachlässigen und geringschätzen. Hilf uns beides zu tun, ganz im Blick auf deine Fürsorge, deine Souveränität, ganz den Blick im Glauben auf Jesus Christus, den wahren Herrn und Herrn der Kirche und den Hirten unserer Seelen. Das bitten wir in seinem Namen.